Jahr 2024 startet natürlich hier direkt mit einigen sehr coolen Events, Reruns und natürlich neuen Servants. Wir werden uns in den kommenden Minuten den Januar des Jahres 2024 anschauen mit seinen Bannern, Events und natürlich, was ihr dort alles bekommt. Direkt zum Start des neuen Jahres bekommen wir wie jedes Jahr die New Year Campaign. Dort haben wir einige interessante Sachen, die wir jetzt uns erstmal anschauen werden. Zum einen mal eine kleine Download-Kampagne, ein Rare Prism, eine Lore und ein Gral. Es ist wirklich schön, wie viel Lores man hier einfach hingeschmissen bekommt. Klar, 30 Cent Quads gibt es auch noch und einige CEs sowie natürlich eine Standard-Quest. Das ist jetzt aber nicht so relevant, denn liebe Leute, die Limited Edition Missions kommen wieder zurück. Dort können wir noch ein paar Teapots farmen. Das ist natürlich cool. Und die Pedal-Missionen, die wir auch schon davor kennen. Lasst euch bitte hier nicht irgendwie Angst bekommen dafür, dass hier so viele Missionen steht, geht ihr einfach nacheinander durch. Es werden sicher dann noch ein paar Guides kommen, was man dafür machen muss. Und dort erhält man dann eben Fragmente, um noch einen zusätzlichen Gral herzustellen. Ich sage ja, es gibt hier unendlich Grals während des Events. So, Statisch und Return interessiert uns nicht, aber der Da Vinci Shop. Insgesamt erhalten wir hier während der Kampagne Möglichkeiten, unsere Mana Prism mal sinnvoll auszugeben, ausnahmsweise. Für 1570 Mana Prism können wir hier einige Sachen kaufen. Solltet ihr das nicht alles kaufen können, ist das auch kein Problem, aber die 20 Mana Prism, um den New Year Gift Lucky Bag zu holen, solltet ihr euch auf jeden Fall holen. Wie gesagt, das ist ein Bond Grade drin, Footprints und Leute, es kostet 20 Mana Prism. Also rollt dreimal Frame Point Gacha und ihr solltet das zusammenbekommen. Super. So, die Summoning-Campaign. Dort haben wir einige interessante Servants. Ich würde persönlich im Endeffekt nur auf von den Bekannten auf Tyra empfehlen zu rollen. Ist ja ein fantastischer Solo-Servant. Und ihr nächstes Raid-Up bekommt sie erst in anderthalb Jahren zum 8. Anniversary. Dauert also wirklich lange, weshalb ich sie jetzt hier herausheben will. Ist erst ihr zweites Raid-Up. Sehr, sehr coole Einheit und lohnt sich auf jeden Fall mit ihr zu spielen. Doch die neue Einheit des Events ist Koyanskaya of Darkness, die ja natürlich direkt nach ihrem fulminanten so Halbdebüt, ich meine, sie war schon bekannt, aber zumindest nur in ihrer anderen Hälfte, aus Tunguska hier als 5-Star Foreign erscheint. Koyanskaya of Darkness ist leider nicht annähernd zu vergleichen mit ihrer Assassin-Variante. Sie ist im Gegensatz zu dieser nämlich ein DPS und ein Buster DPS. Sie kann Buster loopen und sie ist ein Furry Supporter, was man nun damit auch halten kann. Solltet ihr also sehr ein Furry Tier haben wollen mit euren ganzen Bunny Girls, die ihr habt und dem Stolf, dann werdet ihr auf jeden Fall Spaß mit ihr haben. Das Problem ist eigentlich gar nicht, dass sie nun eine wirklich schlechte Einheit ist, wie ich das jetzt hier schon leider andeute, sondern die Tatsache ist einfach, dass ihr sehr viel Investment braucht. Sie hat als Foreigner wirklich eine neutrale Klasse, ihr Damage von sich aus ist nicht der beste, ihre Support-Funktionen sind an sich gut, aber decken nur so eine niedrige Nische ab. Ihre ganzen Servants schreien eigentlich, dass sie auf einem anderen Servant sein sollten, was ein bisschen schade ist. Sowas wie ihr zum Beispiel Poison Dot, ihr ganzes Dot-Gimmick hier ist zwar nett und es macht auch echt Schaden. Sie hat da definitiv eins der Besten im Spiel, aber es ist halt auch meistens irrelevant. Im Endeffekt ist Koyanskaya leider auf Darkness leider nicht ein Roll, den ihr unbedingt machen solltet. Besonders natürlich, wie stark, was für starke Servants auch noch in den kommenden Wochen und Monaten erscheinen. Sie kann gut funktionieren, sie kann, wie gesagt, in Challenge-Questen sehr stark sein. Hier, Shoutout an meinen Freund Plushi. Solltet ihr in sie investieren, aber ich denke, das Investment 120 MP5 ist jetzt vielleicht nicht für alle das Größte. Solltet ihr sie natürlich nur mögen, wie sie hat hier ein Banner, wie gesagt, während dieses Event als limitierter 5-Star. Für alle, die aber weniger Quads ausgeben wollen, haben wir das GSSA. Wir schauen uns das in einem separaten Video nochmal an. Dort habt ihr natürlich die Chance, auf einen limitierten SSA zu holen. Absolut super Sache. Dazu erhaltet ihr nochmal einen Gral, einfach nur, wenn ihr dieses Banner rollt. Schaut euch die Banner an, überlegt es euch gut, was ihr haben wollt und natürlich, welche Waifus des Bandos euch am wichtigsten sind. So, nun kommen wir zu den Game Updates. Das PD-Upgrade hatten wir ja schon, ich würde fast sagen zum Glück, aber auf der anderen Seite hat es uns die Split-Rate-Ups genommen, das heißt, ich bin sehr, sehr traurig darüber. Aber das Wichtigste kommt hier ganz unten, das werden wir auch nochmal uns in einem Video separat anschauen, nämlich das Holy Grail Casting. Nehmt 2000 Coins, die ihr habt, und dafür bekommt ihr einen Gral. Permanent könnt ihr jeden Monat so 2 zusätzliche Grale holen und im Endeffekt für 4000 Coins. Hört sich noch viel an, aber wenn ihr mal ein bisschen Lotto spielt, werdet ihr da einiges an Coins zusammen bekommen. Und gescheites Fanpoint Gacha rollt. Wichtiger Hinweis nur an euch, tut immer nur
die Coins investieren, solltet ihr auch wirklich die Coins übrig haben. Beispielsweise, wenn ihr jetzt nur 1500 rein investiert, dann sind die 1500 Coins weg. Also ihr bekommt die auch nicht wieder. Deswegen macht es wirklich immer nur, wenn ihr 2000 Coins habt. Es ist natürlich nochmal eine großartige Option, hier Coins zu der Graal zu bekommen. Und wie gesagt, deswegen ultimatives Graal-Event dafür, dass man mehr oder weniger nichts macht. So, das war hier das erste, aber während natürlich hier Coin Sky of Darkness nicht ein Must-Pick ist, haben wir hier noch ein weiteres Raid-Up von Coin Sky of Light. Das ist ihr zweites Raid-Up und über Coin Sky of Light müssen wir natürlich sagen, Rosie, sie ist definitiv eine fantastische Einheit, aktuell der beste Burst-Supporter im gesamten Spiel, der beste Buster-Supporter im Spiel und ich glaube, wir gehen noch nicht so weiter, generell der beste Farming-Supporter im gesamten Spiel. Ihr seht, ihr nächstes Banner ist erst Ende des Jahres wieder. Wie gesagt, solltet ihr eine Buster-Reload-Einheit haben, irgendein 50% Charger mit einer 6-zügigen Batterie, ist hier absolut großartig. Ishtar, Arash, wir haben sie schon oft genug ausgezählt, Imuki und. Wie gesagt, sie ist ein Monster, sie ist natürlich auch für Farming, für Challenge Quest ein absolutes Muss. Sie ist so gut, sie supportet, wie gesagt, unendlich Damage. Ist ein bisschen natürlich auf Fast-Paced ausgedacht, aber ganz ernsthaft, Leute, ich denke, sie ist ein Must-Have für jedes Kaldea, was effektiv farmen will, besonders wenn man sich unsere zukünftigen Farming-Nodes anschaut. Sie hat hier ebenfalls ein Banner, was hier kommt. Übrigens, ich möchte hier ein kleines Shoutout geben an die nette 5-Sterne-Zoe, weil die 60% Charge habt, wenn ihr hier MLB habt. Aber so hart würde ich nicht für die Ziele reingehen. Ist nur so, was ich sagen wollte. Gut, wir haben dann hier noch einige Sachen. Wie gesagt, das interessiert uns jetzt eher nicht so sehr. Mit der Ausnahme hier von den Arc Improvements, davon hatten wir einen Teil schon, Teil hatten wir noch nicht. Ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt erstmal an. Ganz einfach, damit wir sie aus dem Weg haben. Arc Improvement 3, die werden alle irgendwann kommen. Das ist jetzt nicht mal gesichert, dass die im Januar kommen. Wir wissen ja, dass die Timeshifts immer ein bisschen unterschiedlich sind. Pure Prism und so hatten wir zum Beispiel schon. Aber was für uns alle cool ist, wir halten hier wir halten hier Christ of the Vengeful Demon auch in der Prison Tower Quest, also im Endeffekt das Prison Tower Event, was es ja aktuell im Rare Prism Shop für 5 Rare Prisms zu kaufen gibt, erhaltet ihr hier gratis. Solltet ihr das Event bereits gekauft haben, bekommt ihr die 5 Rare Prisms wieder, also wenn ihr jetzt das noch schnell kaufen wollt, ist es nicht schlimm. Das Wichtigste im Endeffekt an diesem Event ist, dass ihr hier eine Lore bekommt, wenn ihr es abschließt, also mal abgesehen davon, dass ihr die Geschichte hier von Dante miterlebt, es ist, lohnt sich alleine, wie gesagt schon, weil ihr eben im Endeffekt eine gratis Lore bekommt, ist ein bisschen schwerer als die Standarddinge, aber es ist halt auch inzwischen 5, 6 Jahre alt, also ihr solltet es locker schaffen. So, die anderen Improvements bestehen im Endeffekt daraus, dass wir noch ein Banner haben, also wir haben das jetzt mit Kana und Aruna geskippt, wie gesagt, weil es beides Servants sind, die im normalen Gacha drin sind, möchte ich jetzt nicht weiter drüber reden. Ansonsten gibt es Arash und Ishtar, beides hier natürlich Rinfaces, deswegen ein Must-Have. Und zum anderen natürlich beides Buster Reloader, beides hier starke Einheiten. Arash Rock könnte man Top 3 AoE Lancer einsetzen, Ishtar ein bisschen weiter hinten, aber auch eine sehr, sehr, sehr starke Einheit. Gutes Banner, kann man definitiv rollen, sollte man natürlich rollen. Und dann gibt es noch eine kleine Sache, die wir hier noch haben, nämlich die Advanced Quest. Advanced Quest werden uns über das ganze Jahr, also in Zukunft auch über das Jahr hinaus, verfolgen. Permanent, also die haben auch kein Ablaufdatum, bekommt ihr die Chance, eine Quest zu machen. Diese Quests sind hart, sie sind wirklich schwer. Und eventuell werdet ihr sie auch nicht beim ersten Mal versuchen. Lasst euch davon aber nicht unterkriegen. Wie gesagt, sie laufen nicht ab. Ganz wichtig, No Expiration Date. Und es ist so, wenn ihr diese Quest geschafft habt, dann erhaltet ihr eine CE und mit diesen CE multipliziert sich je nach Wert die Drop-Rate von einem Item. Also hört sich jetzt mega gut an, wie gesagt, es multipliziert sich nicht, es wäre geiler, wenn es sich addieren würde, so plus 5%, das wäre eigentlich besser, aber nun gut, wie gesagt, die Drop-Rate steigt. Es ist immer nur, das, wie gesagt, da müssen wir ein bisschen tiefer in die Materie reingehen. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass ihr dann jede Runde einen Drop bekommt, aber es jede Möglichkeit, den Marding Dust schneller zu bekommen, ist immer eine gute Option. Und apropos das, damit kommen wir im Endeffekt hier zu der großen Kampagne, die auch hier über den Monat hinweg geht. Hier der Rerun des Case File Event.
Es ist unser vorletzter Rerun, glaube ich, wenn ich mich so richtig entsinne, und natürlich auch ein sehr, sehr beliebtes Event. Bevor wir anfangen, gleich hier mal der Tipp, ihr müsst das Sin-Intro abgeschlossen haben. Also Lost Belt 3 müsst ihr nicht abgeschlossen haben, aber das Intro, wo man eben hier in die Kampagne startet. Ich empfehle es euch sehr, weil wir erhalten hier einen starken Welfare und es ist auch generell ein sehr lohnenswertes Event. Starten wir einfach mal kurz da rein. Wie gesagt, storymäßig möchte ich sagen, ist es definitiv eines der besseren Events. Ist nicht absolut Bombe, aber wirklich eine schöne emotionale Geschichte. Ist im Endeffekt auch so ein kleines Recap-Event, wo man sehr viele vergangene Events nachholt und so ein bisschen in Erinnerung schwebt. Es hat ein sehr, sehr schönes Ende. Wie gesagt, erlebt unbedingt die Story. Und ihr seht das auch hier an den zusätzlichen Quests, die wir haben. Das sind einige alte Challenge-Quests, die wir haben. Oder so eine Art zumindest. Nichts allzu schwer, das solltet ihr locker hinbekommen. Wie gesagt, wenn ihr Lost Belt 3 geschafft habt, kein Problem. Ist ein bisschen schweres Event, hat so auch so ein bisschen tricky in Endfight, aber wie gesagt, tricky war es vor 3-4 Jahren, wo es rausgekommen ist. Jetzt haben wir Coinska und Castoria. Auf jeden Fall ist es ein sehr klassisches Missionsevent, also ihr müsst halt Missionen erfüllen, um hier weiterzukommen. Solltet ihr Probleme haben, geht auf GamePress und verfolgt einfach 1:1 dem Guide. Es ist kein allzu schweres Event und das Event dauert ja auch hier, ihr seht es an der Länge, dauert hier 3 Wochen, also ihr werdet es locker schaffen, durchzukommen. Es hat einen Event-Shop und ganz wichtig, wenn ihr das Event abschließt und natürlich die ganzen Missionen erhaltet, bekommt ihr hier den Wolfer. Das ist hier Gray. So, zeigen sie mal kurz. Gray ist eine AoE Buster Assassin. Persönlich habe ich sie lange benutzt, weil ihr sie auf MP5 Free ziemlich gut Damage macht. Besonders natürlich, wenn ihre Trades treffen. Sie hat ja einen Bonus Damage gegen Undead. Habe ich ein bisschen beim Farmen benutzt. Erhält hier nun auch eine MP Upgrade, was ihr sehr gut tut, weil MP-Damage nicht der größte wäre. Ihr dazu ignoriert Invincibility und nochmal einen Charge für sie selbst für 10%. Das erlaubt ihr nun auch hier richtig zur Buster refunden. Für alle, die keinen AoE-Assassin haben, wird Gray wirklich ein Segen sein. Es gibt ja nicht allzu viele, besonders nicht allzu viele gute. Sie ist MP5 für gratis, also holt sie euch auf jeden Fall. Wie gesagt, eine gute Einheit. Ansonsten haben wir hier 2 Banner. Das erste Banner würde jetzt mal die Summoning Campaign 2 machen. Wir haben hier Waver, den überarbeitetsten Servant ever. Wenn ihr ihn noch nicht im Ticket geholt habt und keine Castoria habt, ist es natürlich eine große Option. Wie gesagt, ist super, kann euch aber auch immer spooken. Astria, Single Target, Arts Crit Monster, einen der höchsten Single-Target-Schaden überhaupt. Das Forster, sehr, sehr, sehr gute Einheit mit einer Bonus-Nörsche gegen Chaotic, glaube ich. Evil, irgendwas so. Das andere Banner ist aber zumindest interessanter, weil es uns einen neuen Servant gibt und einen limitierten Servant. Dort haben wir nämlich einmal Seema Reigns, die ja für viele als Upgrade für Waver bezeichnet wird. Würde ich mich jetzt nicht ganz anschließen, aber im Endeffekt nun hier gute Upgrades bekommen hat und auch hier nun auch ihr MP-Upgrade erhält. Dort erhält sie nämlich hier nochmal den Boni, dass sie den Overcharge der Party einmal für 3 Runden erhöht und dazu nochmal die MP-Generation, was im Endeffekt natürlich fürs Loopen wichtig ist. Reigns ist, wie gesagt, einer der besten Servants im gesamten Spiel. Man könnte sie unter so die Top 5 Servants überhaupt bezeichnen, weil sie im Gegensatz zu den Skadi und Koyan Skars, wie gesagt, neutral ist. Das heißt, ihr könnt sie in jedes Team einfügen und sie ist absolut großartig. Limitiert ist sie. Das Einzige, was schlimm ist, sie braucht 1 Milliarde Stakes. So, die andere Einheit, die wir in dem Event bekommen, ist Hephaestion. Das ist unsere neue Einheit. Es ist ein Single-Target-Pretender, der 2. Pretender im Spiel. Wie gesagt, sie ist Single Target und hat hier einige nette Funktionen. Zum einen hat sie mit ihrem 2. Skill eine 120% MP-Batterie, ist also hier im Endeffekt instant eine Möglichkeit, ihr MP rauszuhauen. Hat nun mal einen netten Skill, mit dem sie immer noch Schaden gegen Caster macht, was ganz cool ist, weil sie als Pretender ja im Endeffekt gegen diese weniger Schaden machen würde. Und der große Vorteil ist definitiv von ihr, dass ihr Damage nicht schlecht ist, obwohl sie diese dicke Batterie hat, weshalb ihr sie in Challenge Quest nutzen könnt, aber auch, und das ist das Ganze interessant, im Endeffekt in schweren Farming Nodes, in 1-1-1-Situationen und wie auch immer, ihr Refund ist ziemlich gut. Und der Vorteil auch an ihr ist, dass sie nicht storylocked oder limitiert ist. Das heißt, sie kann euch spooken, beziehungsweise ihr könnt sie mit dem Ticket holen, was wir im Laufe des Jahres noch erhalten. So, ich möchte noch hier, bevor wir zum Highlight des Events gehen, also gibt viele Highlights hier, ist wie gesagt ein sehr umfangreiches Event, möchte ich einmal auf den Command Code hier, der Vinci Charm, gehen. Das ist einer der besten Command Codes im Spiel. Ihr haltet, wenn ihr mit einer Facecard angreift, 15% MP-Damage ab für eine Runde, ist für Solo-Servants ein absoluter Traum, ist wirklich ein sehr hoher Wert und solltet ihr auf jeden Fall holen.
wenn ihr sie noch nicht habt. Das andere ist die Event CE, die ihr auf jeden Fall bekommt. Annual General Meeting ist MLB eine sehr starke CE. Full Attack, 10% ARZAP, 10% MP Generation und 4 Sterne. Holt es. Ich persönlich nutze die CE sehr, sehr oft und will sie auch auf Level 100 ziehen. Und es gibt uns zumindest kurze Holger-Flashbacks. Auf jeden Fall eine sehr gute CE. So, wenn ihr der Kampagne folgt, die wir jetzt einfach mal ganz schnell durchgehen, ohne euch hoffentlich hier viel zu spoilern, erhalten wir im Laufe der Kampagne nämlich einen Raid Battle. Der geht gegen Barbatos und ihr müsst nun keine Angst haben, dass es jetzt nicht, wie es alle euch bei Tunguska erzählen, dass der in 5 Minuten weg sein kann. Ich glaube, beim letzten Mal hat er so knapp 2 Tage gedauert. Der hat ja auch im Endeffekt 30 oder 35 Millionen Leben. Eventuell werden wir für den NA nochmal mehr Leben bekommen. Und wie gesagt, es ist ein Raid-Boss, der hat 500.000 Leben, ist also auch von der Schwierigkeitsgrad nicht so schlimm wie nun hier Tunguska, die ja deutlich schwerer sind. Hat seine fiesen Gimmicks, wie gesagt, tut euch Skills healen, deswegen solltet ihr unbedingt Santa Nightingale oder Martha mitnehmen, damit ihr irgendjemand habt, der eben hier, sollte ihr Skills healen werden, die das aufhebt. Aber ansonsten ist es nicht schwer. Nehmt eine Ilia, eine Sansang oder eine Isomausen-Support und haut ihn nieder. Das, wie gesagt, 500.000 Leben sind für einen Raid-Boss heutzutage nichts mehr, also muss man selbst klipp und klar sagen, selbst mit jüngeren Accounts wird man das in einer Runde leicht wegklatschen können. Und das Wichtigste ist, ihr seht die Belohnungen, die hier droppen können. Mal abgesehen davon, dass wir hier massig an QP bekommen, also rüstet während dem Event unbedingt eure QP-CEs aus. Schaut, dass ihr definitiv noch Bella oder Mona Lisa aus dem Rare Prism Shop kommt und zumindest die ein oder andere Kopie holt. Ansonsten ist es meines Wissens eure einzige Möglichkeit, dieses Jahr effektiv das zu farmen. Ansonsten die anderen Materialien sind auch super, Pages und Bones sind immer sehr, sehr beliebt. Auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Ihr solltet da den ein oder anderen Gapel definitiv nutzen. Okay, liebe Leute, das war so unser kleiner Roundup des Januars. Ich entschuldige mich eigentlich, dass wir es letztes Jahr ein bisschen fallen, nicht mal so gemacht haben, dass wir uns das immer angeschaut. Ich finde das eigentlich immer ganz nett und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen auch. War einfach nur, weil Ende des Jahres ich sehr viel Stress hatte und am Ende wird halt immer die ganze Eventstruktur so durchgehauen und dann fällt es mir immer schwer, so ein Video zu machen, wenn sich alles ändert. Auf jeden Fall, liebe Leute, wenn euch diese kleinen Roundups gefallen, schreibt es doch gerne in die Kommentare und ich versuche sowas jeden Monat rauszuhauen. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich mal. Mich würde natürlich interessieren, ob es gleich im Januar ein Highlight für euch gibt, ob ihr nur das GSR wollt oder ob ihr sagt, was interessiert mich das? Alles sparen fürs Summer. Auf jeden Fall war ich jetzt eurem Smurfix und ich wünsche euch einen guten Start in das neue Jahr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.